Also, wie gesagt, mein Name ist Nicole Hofer und ich habe das erste Thema gewählt mit den 14 Jahren. Der Grund ist darum, weil ich mir denke, 14 Jahre, gut, was tut man mit 14 Jahren? Worüber weiß ich direkt viel mit 14 Jahren, ist jetzt auch nicht gerade das meiste von der Politik. Bei Politik, gut, interessiert mich jetzt noch nicht direkt mit den 14 Jahren. 14 Jahre denke ich nur an Schule, da denke ich mehr an meine Freunde oder auch an die Familie. Ich würde sagen, dass das Wahlrecht mit 16 eigentlich relativ gut passt. Mit 16, wenn ich mich dafür interessiere, okay, kein Problem. Aber wenn ich auch sage, mit 16, gut, ich habe jetzt noch nicht direkt viel Ahnung davon, was hier der Politik abspielt. Ich würde mir schon, also ich würde euch alle raten, dass ihr euch schon informiert, immerhin ist unsere Zukunft und auch die von unseren nächsten Generationen, die was nachkommen. Und dafür finde ich 14 einfach wirklich nur ein wenig zu früh. Immerhin bist du mit 14 leicht beeinflussbar von der Politik, von den Politikern. Du lässt dir schnell mal was einreden, auch vielleicht Sachen, die was du nicht hundertprozentig kann. Immerhin soll es da um meine Meinung gehen und nicht über das, was mir die anderen einreden. Zum Beispiel, glaube ich, lass dich mit 14 auch sicher nur von deinen Freunden oder auch von deinen Eltern, wenn sie sagen, vielleicht der war gescheiter zum Wählen oder der, nur weil sie der Meinung haben, heißt nicht gleich, dass du auch der Meinung sein sollst. Und ja, ich finde, wenn das wirklich passiert hat, dass mit 14 schon die Wahlrechte waren, dann würde ich erst einmal anfangen, dass ich zur Bürgermeisterwahl gehe und mich da einmal informieren, was das da eigentlich so direkt geht. Bei der Bürgermeisterwahl, da habe ich jetzt noch nicht so direkt das Große, sage ich mal, da wo es direkt um Österreich oder um Europa geht. Die Bürgermeisterwahl, sage ich mal, kann man so für den Anfang gut hernehmen. So als kleiner Einstieg in die Politik. Aber auch wenn man sich dafür nicht interessiert, was mit 14 vielleicht jetzt auch noch nicht direkt der Fall ist, ist jetzt nicht das Gescheitste, weil wenn ich dann irgendwem will, das was dann im Endeffekt für die Gesellschaft sie nichts bringt, dann würde ich jetzt auch echt nicht mit 14 zur Wahl gehen. Das war jetzt einmal meine Meinung dazu. Ich glaube, ich spreche da vielleicht sogar für mehrere, für meine Mitschüler oder auch für andere Leute in meinem Alter. Und ja, ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick darin gekriegt. Danke.